Hallo, ich bin der Luca Huber, bin 21 und habe mit 15 unbedingt lernen, wie man kämpft. Mit 16 habe ich den Sensei Metin getroffen in einem Jugendtreff und habe dort viel mehr als nur kämpfen gelernt. Ich bin sehr gerne im Budokan beim Sensei Metin, weil mich Kampfkunst und auch Kampfsport schon immer interessiert hat. Weil sehr viele Kollegen von mir dann auch von seinen Leistungen sehr imponiert worden sind, weil es sind herausragende Leistungen, was der Sensei Metin da mit seinen jungen Jahren hergebracht hat. Das hat mich immer sehr interessiert. Bin dort dann hab angefangen den Probemonat mit ihm und das hat mir dann immer wieder gefallen. Es gibt jetzt fast kein Lieblingsfach mehr beim Sensei, weil er auch immer sehr viel dazu sieht, dass man eigentlich ziemlich alles machen muss. Aber davor angefangen haben wir halt mit Kämpfen und dann mehr mit dem Körper arbeiten, wie Katas. Und dann sind wir zu den Waffen gekommen. Das Training ist sehr vielseitig, weil wir mit dem Schwert kämpfen. Wir machen mit dem Schwert auch Katas, machen, also Bewegungsabläufe, sowie auch mit dem Körper ohne Waffen und auch mit Waffen. Und damit haben wir sehr viel und einen sehr grossen Bereich, wo in der Kampfkunst selten gibt oder fast gerne gibt. Das ist eigentlich wirklich das, was mich auch hier abhaltet und wirklich immer wieder interessiert. Beim Sensei Metin schätze ich sehr seine offene Art, seine Toleranz. Früher hat er eben sehr viele Kämpfe gemacht, auch Weltmeistertitel hat er erkoren und geschafft. Er hat auch sehr sogar in verschiedenen Gewichtsklassen hat er gekämpft, auch nicht mal in seinen, sondern auch in höheren. Dort zeigt es auch einfach seinen Ehrgeiz. Weil sehr viele, die jetzt so einen sturen Blick haben, schauen nicht auf andere, lassen sie eben auf die Seite. Aber dass man als so Junge immer noch alle anderen mitnehmen kann und ihnen noch dazu eben noch eine größere Plattform kann geben als sich selber, sondern die ganze Organisation kann mitnehmen, das ist eine sehr spezielle Sache. Ich kann allen wärmstens empfehlen, zum Budokan zu kommen. Kommen doch auch alle.